Meine Fresse, was für ein Tag. Hey, du hast doch noch uns. Na, großartig. Und? Komm gut, du hast recht. Meine goldene Weste habe ich verloren. Meine Armee habe ich verloren. Aber jetzt seid ihr meine Freunde. Und euch verliere ich nicht. Stimmt doch, oder? Niemals, das ist schon mal sicher. Also schön, machen wir uns auf den Heimweg, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir sind ab jetzt deine Armee. Nur so lange, bis wir wieder im Urwald sind. Einverstanden. Und vorwärts, Marsch! Mir reicht's, ich halte das nicht länger aus. Rostin, Schmierl her, wir müssen Ihnen helfen. Ja, ich bin dabei. Was, du? Nauge. Genau. Gut, Anlauf nehmen und los. Hier trennen sich unsere Wege. Und sehen wir uns wieder? Wenn du bereit bist für eine neue Herausforderung. Gut. Nach einem längeren und ich darf sagen wohlverdienten Schläfchen oder auch zweien bin ich bereit. Und wenn du mich begleiten willst? Ich? Ich als Begleiter eines Prinzen? Daran könnte ich mich gewöhnen. Aber erstmal möchte ich mich ein oder zwei Tage in meinem Stall wälzen. Hast du Lust mitzukommen? Es ist mir eine Ehre. Wiedersehen! Und ihr dürft meine Heldentaten gern weitererzählen. Ich bin eine lebende Legende. Ihr habt's mir richtig gut gefallen. Das freut mich für dich, Kleiner. Mann, dieses China ist echt cool. Freut ihr euch jetzt, dass ihr hier seid? Freuen ist vielleicht nicht gerade der richtige Ausdruck, aber es hat sich ja zum Glück alles noch ganz gut entwickelt. Und jetzt steigen wir in den Ballon oder aufs Sofa und dann geht's ab nach Hause. Nach Hause. Das klingt wunderbar in meinen Ohren. Wisst ihr, was in meinen Ohren herrlich klingt? Na, was wohl? Essen. Oh. Wer als letzter am Ballon ist, ist ein faules Ei. Sogar das klingt appetitlich, oder? Wo ist er? Wo ist unser Ballon? Und wo ist die Gumpine? Hier stand das Sofa. Und der Ballon stand da hinten. Aber sie sind weg. Wenn sie weg sind, wie sollen wir denn nach Hause kommen? Wo stecken diese Affen? Sag bloß, die sind auch verschwunden. Ja, wenn die Affen weg sind, wo ist dann Sam? Mhm. Hört ihr das auch? Ich kann nichts hören. Das klingt wie ein Hämmern. Sam! Hallo Kinder, wo seid ihr gewesen? Na, an der Quelle allen Wassers. Ach, da wart ihr selbstverständlich. Da waren wir wirklich, Sam, kein Witz. Ich wollte es selbst nicht glauben und dann standen wir davor, nur einen Wildkatzensprung von der Quelle entfernt. Ihr wart ja richtig fleißig. Meine Jungs haben dich freigelassen? Wie hast du das denn geschafft? Ach, ich habe ihnen Disziplin beigebracht. Kinder brauchen das. So? Ja, deine Jungs haben nur darauf gewartet, dass man ihnen eine sinnvolle Aufgabe gibt. Laszlo hat zum Beispiel entdeckt, dass er ein echtes Computergenie ist. Tja, er hat schon unseren Kurs einprogrammiert. Und dieser Kurs führt über Australien. So könnt ihr jede Menge Zeit einsparen. Sohn? Sohn, wo steckst du? Oh, das ist mein Vater und er hat diesen Jetzt-gibt-es-Ärger-Tonfall in der Stimme. Ja. Ich mach mich lieber auf die Socken. Wir werden dich vermissen. Ich euch auch. Wisst ihr, es ist viel besser, Freunde zu haben als Untertanen. Ich bin froh, dass du es so siehst, weil... Wenn ich diese treulose Meute in die Finger kriege, ich sorge dafür, dass... Dass Vater sie fürstlich belohnt. Sohn! Du kommst hierher. Sofort.
Wir werden zu Hause allen von dir erzählen, Affenprinz. Ja, wirklich? Klar, du bist doch eine lebende Legende. Ja, genau. Das stimmt. In Shanghai absetzen. Nein, lasst nur, Kinder. Ich fahre mit dem nächsten Reisebus. Seid ihr auch sicher, dass ihr den Weg zurückfindet? Seit dieser Affe hier dran rumgespielt hat, können wir überall hinfinden. Ich glaube, er hat die Speicherkapazität um 1000% erhöht. Macht euch besser gleich auf den Weg, bevor eure Eltern sich fragen, wo ihr seid. Wir sind zum Essen zurück. Sogar noch viel früher. Es ist verrückt. Wir haben so viel erlebt und sind so weit gelaufen. Und es ist nicht mal Mittag. Ach, rede keinen Unsinn, Boris. Ja? Na schön, du hast recht. Aber das ist irgendwie eigenartig. Auf Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen! Mach's gut, Sam. Wir haben uns doch schon entschuldigt. Ihr habt mich in den dunklen, unheimlichen Urwald ausgesetzt, mich einfach dieser wilden Affenhorde überlassen. Siehst doch mal von der guten Seite. Was meinst du, was der Gumpfer auch macht, wenn er das hört? Klar, der ist doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr von der Wand abgenommen worden. Und wenn, dann nur für einen Zahnarzttermin. Genau. Und du? Du warst in China. Tja, so kann man das auch sehen. Und wie der guckt, wenn er das hört. Jedenfalls sind wir bald zu Hause. Ja, die Gumpine hat recht. Wir sind wirklich bald zu Hause. Wir sind schon über der Todeswüste. Wir waren doch noch vor 5 Minuten in China. Was hat der Affe mit dem Computer gemacht? Andrea, sei ehrlich. Hast du deinen Zauberstab wirklich nicht benutzt? Ich schwöre. Siehst du, er ist nicht da. Warum beschwert ihr euch? Wir sind fast zu Hause. Nur noch Minuten von der Smaragdstadt entfernt. Und den Eltern. Und vom Kamin. Und von der Küche. Und der Trophäenwand. Ja, endlich sind wir zu Hause und haben die Abenteuer hinter uns. Kein Grund zur Sorge, da bin ich sicher. Wir sind gleich da. Entspannt euch. Ja, wir sind jetzt über den nicht-östlichen Ozean. Sobald wir den Strudel überflogen haben, sind wir zu Hause. Welchen Strudel? Er nimmt meine Befehle einfach nicht an. Spricht hier irgendwer Elfisch? Oh, oh. Wir werden direkt in den Strudel reingezogen. Ganz alleine ich schuld. Ich habe Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Lukas. Es wird alles wieder gut. Lukas? 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 Der Affenkönig flog an den Baumwipfeln vorbei in die Wolken. Und er nahm alle kleinen Äffchen mit ins Paradies. Ende. Der Strudel! Affenprinz, hilf uns! Hilf uns! Lukas, was hast du denn? Wir stürzen in den nicht-östlichen Ozean! Der Strudel! Lukas, Augen auf! Na, kein Strudel, kein Ozean! Du bist zu Hause! Ja, in der Smaragdstadt. Du hast geschlafen, das war ein Traum! Nein, das war kein Traum. Wir waren doch in China beim Affenprinzen. In China? Und wer ist dieser Affenprinz? Das ist doch mein Freund. Klar ist er das. Und Sam war auch da. Er hat uns geholfen, nach Hause zu kommen. Er ist Fremdenführer. An der chinesischen Mauer. Dein Bruder hat eine blühende Fantasie, Doro. Ich hab das nicht geträumt, ich schwör's. Ich glaube dir ja, Lukas. Wir haben viel erlebt und du warst ganz mutig. Was denn, ich? Erzähl ruhig weiter. Ihr solltet doch längst im Bett sein. Lukas hatte einen Albtraum, Mama. Das war gar kein Albtraum. Ich hab vielleicht geträumt, aber ein Albtraum war es nicht. Jedenfalls ist es nun Zeit fürs Bett. Vorwärts, Marsch. Das hat der Affenprinz auch gesagt. Wir waren mal kurz seine Soldaten. Du, Lukas, wie ist denn das Essen in China? Wir hatten so viel Spaß, wir sind gar nicht zum Essen gekommen. Was, kein Essen? Und wo soll da der Spaß gewesen sein? Wir könnten doch mal nach China fliegen, oder? Ja, wieso nicht? Irgendwann. Ach,
Kinder, ihr habt einen Brief von eurem alten Freund Sam bekommen. Wirklich? Was schreibt er denn, der Gute? Er hat einen neuen Job. Wo denn? Komisch, dass ihr gerade China erwähnt habt. Er arbeitet als Fremdenführer an der chinesischen Mauer. Denkst du das, was ich denke? Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Gute Nacht, träumt was Schönes. Weitere Abenteuer demnächst.